Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in eine Foodbox rein und zwar habe ich hier die Degusta-Box. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wir haben in dieser Foodbox jeden Monat ganz coole Produkte drin enthalten, sehr leckere Sachen meistens halt auch. Also 15,99 € kostet die normalerweise. Ihr könnt mit meinem Code... 15,99 €, genau. Mit meinem Code könnt ihr 6 € drauf sparen, sodass ihr die für 9,99 € bekommt. Und das müsste Claudi sein, ganz simpel, ne? Und ja, ich finde sie sehr, sehr ansprechend immer wieder. Wir haben hier, ich glaube, maximal 15 Food-Produkte drin enthalten, die aber immer einen Warenwert haben, der höher ist als das, was man halt für die Box bezahlt. Und das finde ich cool. Also immer so um die 20 €, ne? Und wir haben hier halt Produkte drin, die... entweder so ganz klassisch sind oder es sind halt so Neuheiten oder so fancy Produkte, wo man vielleicht im Wust mit, ich laufe mit meinem Einkaufszettel durch den Laden, nicht so wirklich dran stoppen würde. Und das finde ich ganz cool, weil ich bin halt so eine klassische, ich schreibe mir einen Einkaufszettel und gehe wirklich den Einkaufszettel entlang und bin da auch sehr strikt und habe dann auch tatsächlich, nein, bin ich nicht, ich habe tatsächlich auch immer wieder so, dass ich links und rechts gucke, weil ich ein total neugieriger Mensch bin, aber ich hole mir meistens auch immer genau die Marken, die ich schon kenne, weil ich ja einfach, ich bin halt so, wie ich bin und ja, diese Box hilft einem so ein bisschen auch mal so ein bisschen andere Sachen zu sehen. Und weil es eine Kooperation ist, darf ich auch wieder eine Box an einen von euch ja, verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Ich bin ein bisschen fusselig gerade, deswegen sollten wir einfach mal die Box öffnen und hineinschauen. Ne? Genau. Also, wir haben ein bisschen Füllmaterial, aber das ist nicht weiter wild. Das ist ja nur so ein Ding. Und dann sehe ich hier... Ich sehe hier Obst. Spektakulär. Ne? Also ich bekomme auch immer vorab so ein Briefing, aber ich muss gestehen, ich gucke mir das selten tatsächlich an. Und hier ist auch nochmal die Info, hey, es gibt den Adventskalender. Black Friday, bis zu 44%, der höchste Rabatt des Jahres. Gönnt euch das auf jeden Fall hart, wenn ihr möchtet. Den Adventskalender habe ich in der Infobox verlinkt, der mega gut ist. Also der beste Food-Adventskalender dieses Jahr, weil der halt auch wirklich ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis hat und der ist halt auch nicht so sackteuer. Also nicht so total übertrieben teuer. Und da haben wir auch einen tollen Mix drin enthalten, sofern man das alles, was da drin ist, auch wirklich mag. Ne? Ich habe euch das Video mal im i verlinkt und ja, dann kannst du natürlich auch ein Abo verschenken, wie du möchtest. Ich habe euch das mal in der Infobox verlinkt. Da verlinke ich immer so viel. So, hier habe ich den Flyer, wo die Produkte aufgeführt sind. Ich sehe aber tatsächlich keine Limette oder so. Warum das ist? Ich hab hier Obst. Genau. Corona Zero habe ich ja auch noch irgendwie als Werbung. Und Pott Eierlikör. Ja, es ist auf jeden Fall die Zeit für Eierlikör. Kannst du nicht anders sagen. Jetzt bin ich gespannt, was hier drin ist. Hä? Okay, also ich, ernsthaft, hier ist eine Limette drin, ne? Ich feiere sowas, weil ich finde das immer sehr humorvoll. Und hier haben wir auch eine Flasche Corona Zero drin. Aber das ist ohne Alkohol. Und ich glaube, dass man hier dann die Limette reinmachen sollte. Ein alkoholfreies Schankbier. Interessant. Schaut so aus. Und das dann in Kombination mit der Limette? Soll wohl gut schmecken. Okay, Produkt des Monats. Ja, das ist nämlich hier auch abgebildet mit so einer Limettenscheibe da drin. Ich bin ja nicht so eine fancy Liese, ne, muss ich ja sagen. Aber, also, dass ich sowas kennen würde, tatsächlich, ich wohne auf dem Land, da gibt es sowas nicht, da gibt es nicht mal sowas. ja, aber das wird mal ausprobiert. Das sieht wirklich ansprechend aus und ich finde es auch cool. Ich glaube, Erwin sollte hier hinten mal im Hintergrund stehen, ne, dann seht ihr nämlich auch, welche Produkte drin waren. Das ist gerade bei so einer Foodbox immer... meine schöne Mütze. Eine ganz interessante Sache. Seht ihr das? Ja, Erwin hat einen guten Platz. Sehr schön. Dann machen wir hier die Limette auch dazu. Also das finde ich tatsächlich auch sehr humorvoll. Sowas mag ich. Und ja, das wird weiterverwendet. Deswegen habe ich das gerade rausgepult. Das nächste, was ich hier drin habe, ist etwas, was meinen Freund glücklich machen wird. Demai Ramen Shrimp. Ja, das sind solche Ramen-Nudeln und... ist nicht so super ultra krass gesund, aber es ist halt praktisch. Kannst du nicht anders sagen. Du machst das halt einfach mit kochendem Wasser und dann hast du einfach ein Gericht mit dabei, was dann halt auch meistens lecker schmeckt. Und deswegen finde ich das cool. Ne? Also für uns ist sowas immer auch sehr praktisch, weil
als junge Eltern hast du nicht immer Zeit und Lust zu kochen oder sonst irgendwas zu machen. Da muss ich aufpassen, dass ich das von meinem Freund versteckt bekomme, weil ich finde, das sieht unglaublich lecker aus. Das ist von Rittersport Limited Edition Knuspernuss. Und er ist ein absoluter Fan von Rittersport Schokolade. Und wenn er das sehen wird, wird er direkt sagen, meins. ja, aber ich glaube, ich muss einfach schnell sein. Finde ich gut. Ist cool. Ich mag auch gerne Naschis, dass wir das halt mit hier in der Box mit drin haben. Ne? Das ist so ein schöner Mix aus allem. Sowohl Grundnahrungsmittel wäre meiner Meinung nach schön, als auch ein paar Getränke. Aber auch so halt Naschi-Sachen. Das finde ich cool. Cool und cool. Glücklichmacher habe ich hier zweimal von Ruf mit drin. Ein Tassencreme-Pudding. Den muss ich mir einfach mal selber machen. Das ist einmal ein Grieß-Pudding, den ich hier drin habe. Finde ich echt cool. Und Kaffee-Karamell. Das ist eher etwas, was ich dann so nachmittags mal eben so zwischendurch mir gönnen würde. Oder tatsächlich doch als Nachtisch kann ich mir das auch vorstellen. Weil Kaffee trinke ich ja auch ganz gerne manchmal so zum Nachtisch, ne? Naja, aber so haben wir auf jeden Fall so ein bisschen Tassenkuchen. Und das musst du mit gar nicht so viel Aufwand machen. Das finde ich schön, mit kochendem Wasser steht hier auch einfach, ne? Und dann einrühren und fertig ist die Laube. Ja. Sofort mit einem Teelöffel kräftig verrühren, bis sich das ganze Pulver gelöst hat. Fertig ist die Laube. Finde ich einfach praktisch. Habe ich eben Tassenkuchen gesagt? Nee, das ist Tassenpudding, ne? Schön. So. Jetzt haben wir ein bisschen was zu trinken, Naschi und auch eine Mahlzeit, wenn man möchte. Dann machen wir mal weiter mit einem Tee. Ingwer-Zitrone. Das ist jetzt etwas, was wir vor einer Weile gebraucht hätten, wo wir hier alle flach lagen. Weil sowas ist ein ganz toller Tee bei Erkältungsgeschichten. Yogi-Tee und da sind 17 Teebeutel drin und ja. Sowas wird dann wahrscheinlich nicht den ultimativ geilsten Geschmack des Universums haben, bin ich ehrlich, weil ich jetzt auch nicht so der Mega-Ingwer-Fan eigentlich bin. Es sei denn, es gibt mal einen Ingwer-Shot, da mag ich den Kick irgendwie. Aber ja, ich glaube, das ist gesund. Ne? Ingwer, Zitronenschale, Minze, hört sich auf jeden Fall gut an und jetzt auch passend für die kalte Jahreszeit. Und ich finde es ganz witzig, dass wir hier schon relativ viel in diese gelbe Richtung haben, weil gelb steht ja auch für Positivität. Denn hier geht es auch noch weiter mit Zimtsterngewürz von Just Spices, was übrigens auch gelb ist. Und bei Just Spices, die finden wir jetzt auch öfters mal in diesen Degusta-Boxen, ne? Habe ich ja auch den Code JustCloudy und da müsste auch gerade irgendwie so ein mega Black Friday, Black Week, bla bla, Sale, Gedönsen sein, auch mit den Adventskalendern. Da könnt ihr immer auf jeden Fall auch JustCloudy verwenden und da nochmal on top sparen. Das ist wirklich cool, muss ich sagen. Und wenn es halt außerhalb der Adventskalendersaison ist, dann bekommt ihr immer, wenn ihr JustCloudy eingibt, auf jeden Fall mindestens ein Gratis-Gewürz mit dazu, was dann ja auch immer einen Wert von 6, 7 Euro hat, ne? Und ich finde das schön, dass man das halt machen kann und ich habe da halt auch gerne meine Kooperation mit dieser Firma, weil die haben ganz tolle Gewürzmischungen. Zimtsterngewürz ist jetzt wahrscheinlich eher weniger meins, weil wir halt nicht selber Zimtsterne machen, es sei denn, du nimmst es und machst es irgendwie über irgendwas mit drüber, um halt diesen Zimtsterngeschmack noch zu bekommen, irgendwie vielleicht in den Pudding reinmischen oder so, ne? Aber ja, das würden wir jetzt so nicht selber zum Backen verwenden. Aber die haben auch ganz andere tolle Gewürzmischungen, die du halt zum Beispiel auch für sehr herzhafte Speisen gut verwenden kannst. Nun, ist hier auf jeden Fall mit drin und es ist wieder ein gelbes Produkt, finde ich witzig. Noch ein gelbes Produkt ist hier von Pott der Eierlikör. Der gute Pott Eierlikör, jo. Und das sind 4 Zentiliter, nö, und sowas wird dann dieses Jahr Weihnachten auch sehr wahrscheinlich über der ein oder anderen Schale Eis landen oder so, weil Rumtopf habe ich dieses Jahr nicht angesetzt. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich dann Besuch da habe, Familie da ist, dass ich mir mit den Frauen dann ein bisschen Eierlikörchen gönnen kann. Ja, ich habe auch tatsächlich extra Eierlikörgläschen. Man glaubt es kaum, aber ich mag es tatsächlich, auch wenn das ziemlich so oldschool ist, so, keine Ahnung, hat man sonst vielleicht eher so bei seiner Oma gesehen, ne? Aber ich stehe halt tierisch drauf. Nun, ich habe hier noch mehr. Wie geil ist das denn? Noch mehr Glücklichmacher habe ich hier am Start. Einmal Schokolade, das ist sowas für meinen Freund. Vor allem ist das auch ganz cool. Der mag nicht so gerne gekochte Puddings mit Milch, aber das ist ja mit Wasser. Vielleicht wird er das feiern. Und dann das Pendant dazu mit Vanillegeschmack. Und das feiere ich halt total. Ich bin auch so vollkommen Typ Vanillemilch und nicht so Typ Kakao. Ne? Ich bin auch Typ weiße Schokolade und nicht Typ dunkle Schokolade. Vollmilch doch ab und an mal. Aber wenn ich die Wahl habe, dann definitiv weiße Schokolade. Keine Ahnung, ist ja eigentlich nicht so geschmackvoll. Aber ich stehe halt drauf. Boah geil, du hast hier einfach vier Glücklichmacher drin. Das ist derbe. Das ist wirklich derbe, ne? Ja, haben auch alle. Wirklich alle Sorten. Und das finde ich tatsächlich auch echt schön. Weil sonst ist es ja manchmal so, dass du dann vielleicht nur eine Sorte oder so drin hast.
Und dann ärgerst du dich, wenn du nicht deine Lieblingssorte gekriegt hast. Dann habe ich hier ein Picknick drin. Bad Fury? Kann das sein? Sieht unglaublich lecker aus. Und es fühlt sich auch richtig gut an. Weil das hat nicht so eine glatte Oberfläche, sondern so eine gehobelte. Und da drin haben wir dann so Karamell und so gepuffte Dinger und Erdnüsse. Das ruft meinen Namen. Oder es sagt Mama zu mir. Man weiß es noch nicht genau. Es ist auf jeden Fall... Nee. Wenn es Mama zu mir sagen würde, wäre es traurig, oder? Weil dann würde ich es ja essen. Das wäre nicht gut. So, ich habe jetzt hier in diesem Karton noch einen weiteren Karton, was ich sehr verwunderlich finde. Sowas haben wir sonst nicht gehabt. Das ist schwer. Vielleicht deswegen, damit halt nichts kaputt geht, ne? Das ist schon schlau. Ein Food Spring ist das. Protein Cream Salted Caramel Geschmack. Hört sich sehr ansprechend an. Salted Caramel ist natürlich jetzt auch so Richtung Weihnachten, Richtung Winterzeit etwas, was wir öfters mal sehen, ne? Und Salted Caramel ist einfach geil. Ja, das kannst du auch in Backsachen mit reinmachen oder du kannst es so aufs Brot machen. Sehr cool. Zwei Getränke habe ich hier drin und das ist super, super süß. Da habe ich diese Dreh- und Trinkgeschichten. Das ist einmal Kirsche und einmal Waldbeere. Also das ist quietschesüß. Als Kind habe ich die immer haben wollen und als Erwachsene denke ich mir, warum eigentlich? Das ist so krass. Das sind halt auch, glaube ich, richtige Zuckerbomben. Aber ja, also verdünnt würde ich die auf jeden Fall trinken, wenn ich mir zum Beispiel, keine Ahnung, ein bisschen Wasser aufsprudel und ein halbes Glas Wasser und ein halbes Glas hiervon damit drauf mache. Ne? Das wird auf jeden Fall funktionieren. Ansonsten ist mir das, mir, die wirklich Zucker pur ist, ne? Tatsächlich zu süß. Ganz interessant. Ja, gut. Getränke auf jeden Fall mit dabei. Was wahrscheinlich auch so ein bisschen nicht jeder mag. Ne? Und dann habe ich hier noch das letzte Produkt auch wieder sehr gut eingepackt. Keine Sorge, Sammy. Frauchen passt auf. Und das ist so praktisch. Das ist einfach toll. Das ist von Mutti eine vegane Bolognese, pflanzlich. Richtig toll. Sowas ist einfach eine praktische Sache, wenn du dir einfach nur ein paar Nudeln machen musst und dann dir die Soße drüber gibst. Manchmal braucht man das halt, ne? Und ja, das finde ich toll. Ich weiß jetzt nicht, womit die hier quasi das Hackfleisch nachgeahmt haben, mehr oder weniger. Aber also so oder so, ich mag sowas. Doch, mit Kichererbsen scheint das zu sein. Oder mit Kartoffeln? Ich weiß es nicht. Ich kann das hier nicht so ganz identifizieren. Erbsenproteine sind hier auf jeden Fall drin. Okay, das ist mit Erbsen. Interessant. Ja, ne? Finde ich auf jeden Fall ansprechend, wird bei uns verwendet werden und wenn ich dann einfach mal Bock habe, so ein paar Nudeln mitzumachen, habe ich definitiv eine gute Soße dabei. So, wir haben jetzt hier einmal die komplette Box stehen und ich finde, dass es eine schöne Box ist. Wir haben die cool gestaltet mit Produkten, die fancy sind, mit Limited Edition Produkten, was ich sowieso feiere, mit Getränken und mit allem drum und dran. Und das ist eine schöne Box für 15,99 €, kann man sich wirklich nicht beschweren. Wenn es die erste Box ist, hat man die sogar für 9,99 € und ja. Also ich finde es cool. Ich freue mich auf ein paar Glücklichmacher jetzt in den nächsten Wochen bei uns. Und ja, rutscht jetzt wieder in die Mitte, denn das war es auch schon. Ja, ich habe jetzt so nichts probiert, weil wir haben eben erst einen Flammkuchen gegessen. Dann macht das relativ wenig Sinn. Aber ich finde einfach, dass diese Box auch sehr ansprechend ist. Ich kann sie euch immer wieder ans Herz legen. Und wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, ist alles in der Infobox nochmal verlinkt und reingeschrieben, ne? Ja, das war's. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen, dann Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.